Und damit willkommen zurück in Allein im Dunkeln. Wir müssen uns jetzt um den Boiler hier mal kümmern, dass der hier mal den Dampf nicht mehr ablässt. Schon irgendwie geil, dass man das einfach mal so umdampfen lässt. Ach, jetzt komme ich hier nicht mehr rein. Okay. Interesting. Mal hier nochmal rein. Also ich hätte gern diese Waffe, ne? So, versuchen wir es auf einen anderen Weg. Oh, ist weg. Was haben wir hier Schönes? Ein Licht in der Ferne öffnen. Achso. Gut, wieder so ein Sammelgegenstand. So, kurz orientieren. Das waren die Zimmer. Was war hier drin? Da komme ich nicht rein. Okay, dann gehen wir nochmal hier runter. Okay. Das ist der Boilerraum an sich. Das war ja der Weinkeller. Glaube ich. Ich brauche den Schlüssel. Ja. Wo kriegen wir den Schlüssel für den Weinkeller her? Es würde ja irgendwo Sinn machen, dass der in der Küche wäre. Aber wir könnten beim Boiler, weil das ist ein Stück da, einsetzen. Hatten wir das nicht schon? Scheibenteile. Wissen Sie, Mr. Waits, ich habe ein Stück von der Scheibe gesehen, die Lisa kaputt gemacht hat. Ich glaube, sie hat die Teile versteckt, aber sie ist darin nicht besonders gut. Sie hat dieses Stück einfach in den kleinen Raum mit den Werkzeugen hinter den Boiler gesteckt. Ich habe es dort gelassen. Ich wollte sie nicht beschämen, indem ich es mitnehme, wenn sie es sieht. Stattdessen sind wir nach oben gegangen und haben Backgammon gespielt. Ich habe sie gewinnen lassen, weil sie so traurig ist. Das Stück sah aus wie jenes, das in Cassandras Zimmer ausgestellt wird. Von dem wissen Sie ja sicher schon, oder? Oder sind Ihre Augen wirklich so schlecht? Ich hoffe, Sie fühlen sich wegen Ihrer Brille nicht schlecht. Sie sehen damit nur dann dumm aus, wenn Sie die Augen zusammenkneifen. Wenn Sie vielleicht mehr Augen hätten, würden Sie solche Sachen wahrnehmen. Ihr Lieblingsgast, Grace. Was ist frech, die Kleine. Fleck? Ist das eine Art Fäulnis? Welcher Fleck? Was ist denn hier? So. Das ist eine weitere der Scheiben für den Talisman. Sie ist ebenfalls zerbrochen und es fehlen Teile. Ja, also. Warte mal, ich speichere nochmal ganz kurz. Spiel speichern. Was passiert, wenn ich da einfach durchlaufe? Ja, okay. War zu erwarten. Okay, dann gehen wir nochmal in die Küche rein. Da ist jetzt zu, Alter. Okay, dann komme ich hier nicht weiter, dann müssen wir nach oben. Das erste. Ich glaube, wir sind ja hier die Treppe noch nie nach oben, oder? Was klemmt? Wieso ziehst du das nicht einfach raus? Private, no entry. Gut, kommen wir auch nicht weiter. Na komm. Na, gehen wir halt hier wieder durch. Für was auch immer wir die Leiter dann hier brauchen. So, da war zu. Also gehen wir wieder rauf. Beziehungsweise. Das war ich ja da aus. Nicht weg. Ich muss Jeremy hier rausholen. Ich will ja nicht weggehen. Ich wollte doch nur gucken. So, und da sind diese Gruseldinger hier. Was denn? Ey, Moment mal. Das sieht so aus wie dieser eine Typ, der so einen Haufen Kugeln gebraucht hat.
So, abgespacete Uhr hier. Das muss die Uhr sein, die in dem Kollektanenbuch erwähnt wurde. Das sieht wie das Ding aus, worin der Talisman im französischen Viertel war. Aber es ist kaputt und es fehlen Teile. Eins noch. Das ist aber eine schicke Uhr. Könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen. So, was haben wir hier? Ich brauche den Schlüssel. Schon mal nicht der Schlüssel. Okay. Gut, da war ja unser Onkel hier drin. In dem da, ne? Jeremys Zimmer. Ja, genau. Wieder vollkommen normal. Gut, können wir nichts machen. Aus hier. Holen wir die Tür. Ist nicht, okay. Okay, da sollen wir also nicht rein. Okay, Moment. Zuerst hier. Okay. Mal hier. Ja, wir haben gerade ein Problem hier. Okay. Ziemlich schlicht eingerichtet. Nichts drin. Nachttopf. Okay. Bringt uns auch noch nicht weiter. Oh. Da weiß jemand, wie er sich abreagieren kann. Warum auch nicht? Ansonsten nichts weiteres Interessantes. Kleider auch kaum. Oh, cool. Gut. Eins weiter. Ah. Das ist also Nummer 6. Was für ein seltsamer, aber schöner Raum. Also wirklich seltsam finde ich es jetzt nicht für die Zeit. Was ist das hier? Sind das Tierkreiszeichen? Sind sie das? Aber okay, wir brauchen da noch einen Hinweis. Ich muss zurückkehren. Ich habe es getan. Ich habe die Schwellen zu meinem Ziel ohne ein Fokusgerät überschritten. Mein Talisman kennt nun diese Wege und die Scheiben sind nicht länger nötig. Ich kann den Weg nach Lafayette ebenso leicht finden wie den zu meinem Zimmer. Ich habe das Grab meines Vaters besucht und den Ofen gesehen, der auf mich wartet. Danke, dass du diese Türen geöffnet hast. Ich muss nun meinen Mut zusammennehmen und zu diesem verhassten Hügel beim Ölförderturm zurückkehren. Ich hoffe, dass es dir besser geht, wenn ich zurückkehre. Jeremy. Verhassten Hügel, okay. Okay. Auf den Bildern ist eine aggressiv aussehende Fäulnis. Ja. Füge mit der Fäulnis auf den Bildern den Umriss fertig, hä? Mal hier. Ach so, das soll dann irgendwie durchgehend sein. Das war anscheinend richtig. Okay. Die Astart-Künstlerkolonie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie eine Mardi Gras-Truppe namens die Piraten von Pontchartrain hatten, als ich ein Kind war. Buch? Tagebuch. Muss ich mich daran erinnern, wie ich sie wieder herausbekomme? Es gibt einen guten Grund, warum sie weggesperrt sind.
Ich bin mir sicher, sie ist immer noch fähig, den falschen Leuten Antworten zuzuflüstern. Aber nicht mehr lange. Bald werde ich sie brennen sehen. Diese schwarze Ziege wird geopfert werden, damit all das ein Ende findet. Dann wird alles vorbei sein. Dann gibt es kein Desedo mehr. Und leider auch kein Astarth. Ihr guten Piraten von Pontchartrain, möget ihr den See befahren, bis ihr die Küsten von Harley endlich findet. Gut, da glaube ich, hätten wir mal so einen Mitspieler gefunden. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wer hier gut und wer böse ist. Und mit dem können wir jetzt noch nichts anfangen. Wir haben da keinen Hinweis. Lass mich raten, jetzt wo wir das mit der Fäulnis gemacht haben, geht's hier gleich wieder ab, wenn ich hier rausgehe. Oder auch nicht. Dann gehen wir mal hier rein. Können wir nicht. Okay. Mit den Hinweisen, der Ziele. Der einfache Astrologie-Schlüssel war unter den Künstlern, die vor 20 Jahren in dem Haus gelebt hatten, sehr beliebt gewesen. Er ließ sich einfach in Zahlen umwandeln, wenn nötig, diente aber auch als Unterschrift für die Mitglieder, da sie nur 12 an der Zahl waren. So, finde mit den Informationen aus Perroses Zimmer die Kombination für das Schloss heraus. So, hat sie doch noch was. So, du hast gemeint, zu dir Kreiszeichen. Wo könnte ich das hier rausfinden? Ah. Hier gucken. Bringt mir irgendwie auch nichts. Ist erst recht nicht. Da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Vergleiche den Namen der Astarte-Künstler, um Zahlen zu erhalten. William X, Franklin Mosig und Nora Kate. Okay, warte mal. William Arx, Franklin Mosig. William Arx ist die 2. Warte mal, ich hole mal kurz mein Handy. Schreibe mir das mal kurz auf. Also, die 2 war die erste mit William und Nora. Nora, glaube ich, war. Hallo, aus. Die Nora Kate war auch. Die Nora hat eine 4. 4. Nora. Okay. Und Franklin. Franklin hat eine 9. 9 Franklin. So, jetzt habe ich Zahlen. Das bringt mir aber trotzdem nichts. Tierkreiszeichen. Ich kann damit so gar nichts anfangen. Könnte natürlich auch die Safe-Kombi sein. Wisst ihr was, ich probiere es mal mit dem Safe. Weil mehr können wir jetzt ja eh nicht machen. Und da ging es ja nicht. Bei der können wir auch nicht mehr machen. Südle. Achso, mal wieder klingeln.
Sieht stabil aus. Glaube nicht, dass ich das aufkriege. Ja. ZX wählen. Also wir hatten... Moment. 2, 4 und 9. Das heißt... 2... 4... Aber weil so funktioniert es nicht. Moment. Sieht stabil aus. Glaube nicht, dass ich das aufkriege. Also. Nee. 2. Muss man dann so auf die 4 vielleicht gehen. Und dann die 9. 6, 7, 8, 9. Nee, das war's auch nicht. Wie funktioniert das hier? Oder ist es, weil ich am Anfang schon falsch gewesen bin? Sieht stabil aus. Glaube nicht, dass ich das aufkriege. 4. 4. Nö. Das ist auch nicht. Ich brauche den Schlüssel. Ja, ich habe gar keinen Schlüssel mehr. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen lost. Da geht's nicht raus. Ich brauche den Schlüssel. Da komme ich nicht weiter. Sagt die Karte noch irgendwie was Interessantes? Puzzleteil. Puzzleteil. Stockwerk wechseln. Kesselraum haben wir auch noch ein Puzzleteil. Da kommen wir nicht durch. Das mit dem Zimmer. Lehrraum, Treppenhaus. Ja, wir müssen irgendwie mit den Tierkreiszeichen weiterkommen. Aber da war nichts. Moment mal. Nee, das wird kein Hinweis sein, oder? Der Bär hat ja auch nichts an sich. Da auch nicht. Nö. Ja, ich bin halt ein absoluter Profi, wenn es um Rätsel geht. Hier drin. Nee, ne? Ey, da ist ja noch was. Emily ist hier. Oh. Emily ist da. Okay. Hab ich nix. Ja, Mann. Hier irgendwas mit Tierkreiszeichen. Ja, der Raum ist total nutzlos. Komm. Woher soll ich diese Hinweise haben? Warte mal, der Spiegel funktioniert. Hier ist nichts. Und die Zahlen bringen mir nichts. Okay. Mal kurz den Inventar gucken. Karte, Ziele. Hinweise. Vergleiche den Namen der Astarte-Künstler, um Zahlen zu erhalten. Vergleiche die Zahlen mit Perosis Tagebuch, um Symbole zu erhalten. Ah, Perosis Tagebuch. Wo ist das? Perusis Tagebuch. Ah. 1, 11, 10. Und ich habe 2, 4, 6. Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 ist... Ich brauche was zum Malen.
Notizen-App. So, Notizen, bitte neu. Also die 2 ist... Hallo, kann ich mal malen, bitte? Wieso kann ich hier nicht malen? Ah. Also 2 ist das mit den 2 geschwungenen. 4 ist das geschwungene hier oben mit dem Kreis. Und was war die andere Zahl? 9. 9 ist das W. Okay. Nehmen wir das mal. So, das war das da. Und das eine mit dem da oben und das komische W. Hä? Das hat's gar nicht. Habe ich mich doch vertan? Also das war ja den oder Kate. Die letzte. Den oder Kate hat eine 4. Das war falsch. Nein, das war schon richtig. Die Nora. Warum habe ich den Franklin? Die Reihenfolge ist falsch. Also es ist William, Franklin und Nora. William Franklin. William. Du hast 294. Okay, Franklin Musik. Nochmal kurz gucken. Franklin Musik. Ja, der hat eine 9. Aber das ist ein 9er-Symbol. Ach nee, Moment mal. Dann war das hier. Oh, da hat's das nicht. Das gibt's doch nicht. 294. Ermittlung. Ich bin so doof. 9 ist dieses Ding da unten. Halbkreis. Ah. Halbkreis. Dann war es aber verkehrt herum, ne? 2, 9, 4. Und was war nochmal 4? 4 war das mit dem oben, ne? Ja, geil. Ah, na bitte. Oh. Deine einer großen Zielscheibe. Okay. Was war das denn jetzt? Strike Brush. Ich glaube, ich habe einen Bug gefunden. Okay, cool. Ich bin stolz auf mich. Ich habe... Ich habe keinen Ton. Ah, jetzt habe ich wieder Ton. Oh, ich soll also da nicht reingehen. Das wird schwierig. Das ist schon ein bisschen abgespaced. Ja. Okay. Ich glaube, das habe ich schon mal wo gesehen. Hast du? Also so wirklich... Eigentlich kann ja nur das da... Warte mal, ich kann es auch drehen. Ah... I see. Moment. Nochmal nehmen. Z drehen. Das Teil in der Mitte. Irgendwas dazu stand im Kollektor-Nähenbuch.
Ja, lass mich mal so ausprobieren. Das scheint noch nicht ganz richtig zu sein. Eventuell das da hier. Ja, das sieht besser aus. Einmal drehen, einmal so. Das muss vermutlich noch da. Okay. Sieht jetzt ja gar nicht mal so falsch aus. Das sind alle so zusammen. Das scheint es wohl nicht gewesen zu sein. Was ist falsch? Macht das ein Unterschied? Nee, oder? Ja, es passt nicht ganz so zusammen. Machen wir das mal hier nach oben. Ja, das passt schon besser. Das passt hier noch nicht rein. Da sind die beiden vertauscht. So, einmal drehen. Nö. Damit ist er auch nicht happy. Das Teil ist gut, das Teil ist gut. Doch, die mit dem vertauschen? Ah ja, okay. Okay, dann tausche ich die nochmal. Oh, geil. Ist sie kaputt? Die Uhr ist einfach stehen geblieben. Na toll. Wir haben eine 6, wir haben eine 3 und eine 4. 6, 3, 4. Sechs, drei und vier. Ist es nicht? Oder wir machen 3, 4 und 6. Das geht ja auch. Drei. Vier. Auch nicht? C3. C3. Es zeigt mir etwas. Das ist nur der Flur von Jeremys Zimmer, oder? Ja, dieses nur. Okay. Maus, danke. Was für Blödsinn kommt jetzt? Geht nach wie vor nicht. Also hier ist noch alles wie vorher. I don't like. Oh. Oh, das war das mit dem Hügel da, ne? Ich hab's geschafft. Ich habe einen Zugang zu einem weiteren Traum geöffnet. Und Blut. Ich weiß ja nicht. Suche im verlassenen Hügel jetzt übrigens nach Jeremy. Monster? C3?
immer noch keins. Wir gehen zuerst mal da rein. Ich brauche nämlich dringend Munition. So, was haben wir denn hier? War gar nichts. Geil. Ja, geil. Eine Kugel nur. Oh, 5. Danke. Gib mir mehr Loot. Hilbertum-Bericht. Mai 1923, Montag. Alles gut. Bereit für die Lieferung. Wartung, Ölpumpe muss gewartet werden. Wenn damit herumgespielt wird, wird viel verschüttet, wenn keine sachgemäßen Vorbereitungen getroffen werden. Dienstag. Lieferung verzögert, aber abgeliefert. Wartung, Wartungsbrücke so gut wie kaputt. Mittwoch. Schürfer haben widerwillig zugestimmt, Mr. Hardwood den Grabhügel zu zeigen. Das ist ein Maler, der in der Zeitung über unsere Entdeckung gelesen hat. Er will morgen wiederkommen und einen Weg ins Innere finden. Donnerstag. Mr. Hardwoods Arbeiten dauern länger an. Arbeiter scheinen nervös wegen seiner Anwesenheit. Hardwood hat versprochen, nicht zum Lager zurückzukehren. Stattdessen hat er das Angebot von Kapitän L'Officier angenommen. Er will ihn morgen mit auf sein Boot zu der Anlage bringen. Hoffentlich hat die Sache damit ein Ende und die Arbeit kann weitergehen. Wartung, die Brücke zwischen dem Ölturm und dem Sumpfland ist eingestürzt. Vermutlich Sabotage. Das ist der Teufel, dem wir nun folgen. Naja. Glaube ich nicht. Gut, aber irgendwas mit einer Ölpumpe können wir machen. Ich brauche den Schlüssel. Haben wir nicht. Schau mal aus. Wir könnten eigentlich mal durchladen. Die Musik überhaupt nicht hilfreich. Ob wir da rauf gehen können? Nein, natürlich nicht. Wer will in so einer Umgebung auch arbeiten? Na, wenn wir hier drin dann die ersten Gegner haben. Die können nach Gegnern geworfen werden und sollen abgenutzt werden. Ja, wo haben wir denn Gegner? Dann auch da hinten. Okay, das hat nichts gebracht. Da ist zu. Abgeschlossen. Okay, sehr gut. 11. Munition, 4 Schuss. Da ist nichts. Anliegestiegschlüssel. Nice. Ich glaube, irgendwas ist da im Wasser. Geht das jetzt? Ah, es war nur das da. So, nochmal gucken. Krokodil, I guess. Es fehlt noch etwas. Okay, hier brauchen wir irgendwie was extra. Und da können wir ja nicht nach oben. Warte, vielleicht kommen wir jetzt mit dem Schlüssel da hinten durch.
Ja, wir können da nicht runtergehen, ich hab's verstanden. Okay, war wirklich viel da. Schmackig. Ausgerechnet, jetzt kriege ich ein Rohr. Komm, geh da rein. Okay, Hälfte sind wir voll. Brückenhebel. Okay. Na bitte. Gut. Helf könnte man eigentlich. Wie war das mit. Was? Was ist los? Von wo? Von wo? Ach so, von da. Gut. Lass mal das mal mit dem Helf. Wo? Alter. Gut. Es war nicht so geil. Hätte ich vielleicht schießen sollen. So, Brückenhebel. Es hat geklappt. Und tschüss. Wir gehen erstmal nach oben. Weil da hinten war noch so ein Helfding. Oh, und sowas. Ja, toll, und nichts drin. So, gib her. Dankeschön. Ja, sehr toll. Umsetzt du mir? Kommst du her? Ich habe da noch meine Axt. Damit das jetzt so ein Boden ist, Lava-Spiel. Okay, lauf, 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 lauf. Okay, ja, Boden ist Lava. Okay. Komm einfach nicht hier rein. Nice. Elf. Wollen wir Elf? Ach so, ich tausche dich dann einfach aus mit der Waffe. Okay. Kann da nicht mehr haben. Okay, natürlich mich noch einmal heilen. Dann sind wir hier voll. Na, kleiner Mann. Er ist da hinten. Okay. Oh, da hätte es einen Molotow-Cocktail. Okay, wir können auch da so rübergehen.
Irgendwelche Goodies hier? Nee. Noch eine Waffe. Ich möchte eigentlich E machen. Wo muss ich denn hin? Da hinten zum Tor? Ja. Das hat dich jetzt irgendwie nicht interessiert, hä? Okay. Aber wir haben jetzt immer noch den einen da unten. Wie kriegen wir den raus? Ah, ich will diesen Molotow-Cocktail haben. Ja, da kommt er her. So, was mache ich mit dir? Was? Ich tue mal kurz speichern. Ich kann nicht speichern. Geil. So, schnell dahin. Ich krieg das kaputt. Ich brauche nur etwas, um draufzuschlagen. Ah, scheiße, 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 scheiße. Gut. Hier haben wir noch so einen Dude. Scheiße. Ist Munition? Cool, das hat nichts gebracht. Das haben wir jetzt noch. Wir könnten schauen, dass wir irgendwie schnell hinlaufen. Einmal draufhauen. Wow. Okay, schnell weg. Er ist jetzt aber nicht tot. Kommst du wieder her? So ein Scheiß. Gut. Das wäre das. Schnell weg. Was? Wo? Ich geh mal kurz hier rein. Oh. Nice. So, was haben wir hier? Munition, danke schön. Haben wir hier noch mehr Munition? Nice. Gut, ansonsten nichts von Interesse hier. Da unten geht es halt wieder voll ab. Ich jetzt einspeichern. Ja, geil. Dankeschön. Okay. Ja, das sind wieder die Bodenkriecher da. Ja, mindestens einer. Ich wette, wir müssen in das Haus da hinten. Ach ja, Boden ist Laberspiel. Ich geh jetzt erstmal in die anderen Häuser. Musik? Zombie? Nö. Munition? Nee.
Aber hier. Vier Schuss. Geil, haben wir 16. Gut, dann haben wir hier noch das Haus da hinten und dann da runter hin. Das würde ich aber sagen, machen wir nicht mehr in der Episode. Das machen wir in der nächsten. Das Spiel macht echt Laune. Gefällt mir sehr gut. Hoffe ich auch. Wenn dem so ist, lasst auch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.